aufnehmen. Auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Aspekte, sowohl Argumente, die für eine Energiewende und vielleicht auch Argumente, die für eine gewisse Verzögerung der Energiewende sprechen mit. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass die Energiewende sehr, sehr verschieden im Ausland wahrgenommen wird und dass wir vielleicht auch unsere Augenmerk darauf richten sollen, wie wir versuchen können, unsere Mitmenschen im Ausland, in Europa, mit dieser Idee mitreißen können und davon überzeugen können. Ich hatte heute auch die Ehre, bei der Energiewende mitzuwirken, mal zu schauen, was dort Pro- und Kontra-Argumente dieses durchaus umstrittenen Themas sind. Energiewende mittlerweile die moralische, wirtschaftliche und politische Notwendigkeit einfach auf erneuerbare Energien umzusetzen, sich von konventionellen Energiearten zu trennen, dabei aber auch Rücksicht auf unsere sehr, sehr sensible Wirtschaft zu nehmen. Tage sind sicherlich wichtig, die gehören auch zu einem normalen Schultag dazu, wie ich finde, denn oftmals kommt sowas ziemlich zu kurz, muss ich zugeben, in unserem Unterricht, will ich mal sagen. Sicherlich werden Zeiten eingeräumt für neue politische Themen, aber oftmals ist es dann eigentlich eher der Lehrplan, der abbehandelt werden muss, sodass solche Tage durchaus auch für einen selber viele positive Sachen mitbringen und man kann sich dann durchaus auch äußern und seine eigene Meinung mal mit einbringen. Es war eine sehr interessante und anregende Diskussion, wie ich finde. Ich finde allgemein eine Organisation solcher Veranstaltungen für sehr wichtig. Unsere Demokratie lebt von Beteiligung und diese Beteiligung muss definitiv auch in den jüngeren Generationen ihren Ansatz finden, um dann aufzubauen und sich bis in die größeren Generationen fortzusetzen.